Archiv 2.0.0.0. Herzlich willkommen da draußen an die Leute, die jetzt vielleicht hier gerade im Livestream sind unter radioaktiv2.0.net/live. Ihr hört Dave Radio mit Radioaktiv 2.0, die erste Show in diesem Format, Dave Radio. Und zwar ist das unsere eigene Sendung, es ist die 90. mit Colleen heute zu Gast. Ihr hört schon, es heißt Dave Radio. Wir sind nicht allein als Radioaktiv 2.0 unterwegs. Wir haben in den letzten Tagen keine Kosten und Mühen gescheut, unser Studio in Sendebetrieb zu bringen und hier alles vorzubereiten, denn wir haben vor, mit 7 verschiedenen Sendungsmachern an den 10 Tagen, die uns jetzt bevorstehen, hier Sendungen zu machen. Es ist eine Location, es ist ein Studio, nämlich dieses hier, Radioaktiv 2.0 Studio bei Musikhaus Korn. Euch werden DJ-Sets, Interviews und alles Mögliche rund um Dave erwarten. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze live mitverfolgen auf radioaktiv2.0.net/live. Shared und liked das Ganze bitte auf den bekannten Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich schon vorab bedanken bei meiner Regie, bei Rob Top und Eriction, die heute die Regler schieben. Und natürlich ein warmes Hallo erstmal an Colleen. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Hallo. Man muss ja sagen, es ist heute für alle stressig. Ich habe schon einen kleinen Talk-Podcast mit den Jungs und Mädels vom Dave hier gehabt. Die waren schon kurz angebunden. Jetzt war ich noch mal ganz kurz angebunden und du hast es auch gerade so geschafft. Und wenn wir Pech haben, musst du noch einen Blitzer zahlen, richtig? Au, ja. Ich habe ein bisschen doll Gas gegeben hierher. Aber wir schauen mal, was passiert. Genau. Ja, was haben wir mit dir heute vor? Also wir werden auf jeden Fall von dir Musik hören, weil du ja DJ bist und das dein Metier genau. ist. Es gibt ja noch einen anderen großen Punkt, der, finde ich, wenn man deinen Namen hört, nicht von der Hand zu weisen ist. Das ist TBA. Da wollen wir vielleicht noch mal kurz einsteigen. Und natürlich, was verbindest du mit dem Dave oder was verbindet Dave vielleicht mit dir? diesen Fragen werden wir uns auf jeden Fall stellen. Vorab erstmal, wie war dein Sommer? Turbulent. Turbulent, ja. Puh, hat sich einiges getan den Sommer. Unter anderem musste unser TWA schließen, was du gerade schon angesprochen hast. Und da haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und nochmal so eine richtig fette letzte Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und das hat ganz schön Zeit und auch Herzblut gefordert. Und da war ganz schön was los. Ne? Da war ganz schön was los, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch noch ein paar andere Events, wo ich gespielt habe. Und ja. Festivals, ich war beim, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Tokyo Hotel Summer Camp, da habe ich diesen Sommer was total Abgefahrenes gemacht. Und ansonsten war ich doch echt auch sehr stark eingebunden mit dem TBA und dem, was danach noch so geplant wurde, was drumherum geplant wurde. Da habe ich mir echt alle Zeit der Welt dann genommen, weil ich gedacht habe, so, wenn das jetzt zu Ende geht, will ich das eigentlich auch nochmal richtig genießen und nochmal Revue passieren lassen und ja. Wir sind uns mal kurz über den Weg gelaufen. Du hast so eine Art Film-Warm-up bei den Filmnächten gespielt, das nannte sich Hören vor Sehen. Ja, genau. Wie war das? War sehr abgefahren, so die Dresdner Altstadtkulisse hinter sich zu haben und ja, mal ein bisschen andere Mucke zu spielen. War jetzt kein klassischer Gig, wo ich ne, komme, Techno-Platten spiele. Das war schon ein bisschen andere Musik. Ne? Und es war ja auch Hören vor Sehen. Ne? Es ging darum, einfach da mal auch das Handwerk zu präsentieren, ne? Wie ich Vinyl auflege und ja. Natürlich auch eine entsprechende Atmosphäre passend zur Uhrzeit und zum Ort zu kreieren. Genau. Aber wenn wir nochmal auf das Thema TBA zu sprechen kommen, ich habe ja gesagt, da war viel los. Wir haben uns zum Beispiel mit einem Livestream aus dem Club beteiligt. Der lief auch sehr lange. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden das waren, aber diese ganze Verabschiedungssache ging ja eigentlich über ein ganzes Wochenende und hat dann am Ende mit einer kleinen Versteigerung von Einrichtungsgegenständen. Wer hat die Tür mitgenommen? Das war ich.
Das war ich. Genau. Was ist jetzt mit der Tür passiert? Die Tür steht jetzt tatsächlich bei mir. Ich bin gerade noch dabei. Ich will die ein bisschen aufarbeiten. Ich muss gestehen, als ich die dann bei mir zu Hause aufgestellt hatte, dieser Clubdunst war unglaublich. Ich musste die erstmal auslüften. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich die Tür ein bisschen aufarbeiten werde. Die findet aber und soll ihren Platz bei mir im Studio finden. Das so als Erinnerung, den Vibe vielleicht noch mal so ein bisschen mit reinbringen. Das ist eine schöne Geschichte, wenn ich das so sagen darf. Genau. Ja, gefällt mir. was ist da sonst noch so passiert? Also während dieser Verabschiedung so, also es gab die Party, ne, an sich so. Wie gesagt, den Livestream. Und es sind natürlich unheimlich viele Leute auch noch mal am Ende zusammengekommen. So. Also es war der helle Wahnsinn. Also ich persönlich habe mit so einem Ansturm und so einem Zuspruch gar nicht gerechnet gehabt. Und das war schon gigantisch, also was da abgegangen ist das Wochenende. Für mich war es an sich sowieso ein recht stressiges Wochenende, weil ich da noch auf dem Dude Open Air gespielt habe, was auch mit dem Dave zusammenhängt. Ne? Ja, das war auch sehr schön. Da war Carl Craig in der Stadt, genau. Das war auch so ein Sommerhighlight von mir. Und danach ging es sofort ins TBA und das Ganze, ja, wie gesagt, ging ja das ganze Wochenende nonstop. Ne? Und dann habe ich zu allem Übel an dem Samstag auch noch eine Prüfung gehabt. Ich habe Sportbootführerschein gemacht und die Prüfung war nun den genau auch noch an diesem Wochenende. Und das habe ich irgendwie alles an einem Wochenende runtergerockt. Das war der Wahnsinn. Und hinterher musste man das wirklich erstmal so sacken lassen und Revue passieren lassen, was da das jetzt man, eigentlich alles war. Und da denkt man eigentlich immer, dass der Sommer die entspannte Phase für die Leute in der Clubkultur sind. So, nee, ne? Weil nee, das ja so ein bisschen. Nee, überhaupt nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gespielt, aber dadurch, dass ich im TBA dann doch mich da so stark nochmal mit engagieren wollte, war mir das wichtiger einfach. Und ja, hat sich auf jeden Fall auch gelohnt und es wird auch weitergehen. Warum? Nicht in der Location, das wissen wir, aber ich wollte gerade sagen, warum, wieso, weshalb, das ist ja medial auch rumgegangen, darüber will ich auch jetzt gar nicht so unbedingt reden, aber du bist ja schon ein relativ fester Teil dieses TBA-Teams gewesen, als Resident, du hast selber dort auch Veranstaltungen gemacht, kann man jetzt sagen, was fehlt einem jetzt oder ist das… Also ich muss mal kurz zusammenfassen, was fehlt mir? Ja, es fehlt mir auf jeden Fall. Ich habe jetzt, zwar irgendwie letztes Wochenende, habe ich kurz mal dran gedacht, Mensch, kam so ein kleiner Herzstich, wo ich gedacht habe, oh ja, doch, TBA fehlt mir. Schade, jetzt nie wieder. Aber es tun sich natürlich mit einem Abschied auch immer wieder neue Dinge auf und da bin ich auch gerade dran an neuen Projekten und neuen Ideen und ich muss auch sagen, so ein Clubleben als Resident, wenn du Bookings machst, wenn du eigene Veranstaltungen gestaltest, bist du so stark auch involviert. Da habe ich doch jetzt im Nachgang gemerkt, dass die Musik ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und ich möchte mich jetzt und mache ich auch gerade wieder mehr auf die Musik konzentrieren. Meine Produktion, alles, was so liegen geblieben ist, die letzten Monate, Jahre, das wird jetzt mal wieder hochgefahren. Da streue ich kommt jetzt die Energie in anderen Projekten. Da streue ich jetzt mal hier in so eine Redewendung ein, weil wir bei der Tür waren, wenn eine zugeht, geht eine neue auf. Genau. So. Also siehst du das auch so als Chance? Also bist schon traurig drüber, dass es nicht mehr so ist, wie es war. Ja. Aber du sagst jetzt auch nicht, es jetzt ewig da hängen zu bleiben und zu sagen, oh, und das hätte noch das und das werden können oder keine Ahnung, Fokus auf die neuen Sachen. Genau, Fokus auf die neuen Sachen und das TBA lebt ja trotzdem weiter mit seinem Vibe, mit uns Residents und es hat ja auch schon eine Veranstaltung stattgefunden. Wir gehen ja jetzt auf Odyssee mit dem TBA, aber das wollten wir ja später noch besprechen. Ne? Und da sind auch ein paar Sachen geplant, also es ist jetzt nicht so, dass mir langweilig würde. Ne? Okay. Es geht weiter, ja. Kannst du schon so einen kleinen Ausblick sagen, wo du dich jetzt vielleicht, also du hast gesagt, Musik für dich selber wieder ein bisschen mehr engagieren wirst. Gibt es aber auch noch andere Projekte, wo du dich ein bisschen, für die du jetzt mehr Zeit hast nach TBA? Naja, ich habe so 2, 3, 4 Podcasts gerade auf der Uhr, die ich schon ewig versprochen hatte. Die bin ich jetzt, wie gesagt, dran,
da auch mal wieder ein paar Sachen mehr zu releasen und auch mal wieder ein paar Sachen fertigzustellen. Ich habe Tracks in der Pipeline, die ich auch schon ewig fertigstellen wollte. Das steht jetzt gerade auf der Agenda, dass ich da dran bin und wieder ein bisschen mehr Gas gebe. Und mit meinen eigenen Veranstaltungen, was die Pressure Vibes Veranstaltung war, unter anderem im TBA ja stattgefunden hat, da bin ich gerade am Überlegen, wie ich da weitermache. Wird es eine neue Location geben, weil das Pressure Vibes Festival an sich ist ja übers D-Festival vor 2 Jahren, ne, ins Leben gerufen worden und war ein Bestandteil mit dem TBA geworden die letzten 2 Jahre. Und in diesem Jahr pausieren wir oder pausiere ich erstmal damit und mal schauen, bin ich noch nicht ganz schlüssig, wie es da weitergeht oder wo es weitergeht. Und ja. Pressure Vibes, vielleicht ganz kurz für die, die das nicht kennen, kannst du den Gedanken hinter Pressure Vibes nochmal kurz uns geben? Pressure Vibes war ein Netzwerk oder ist ein Netzwerk für feminine elektronische Musik. Kunst, Kultur, Workshops, Austausch, ist ein internationales Netzwerk geworden und wie gesagt, mal gucken, wo und wie es weitergeht. Aus Dresden, ne? Raus in die Welt. Auch ein übergreifendes Projekt, ne? Also mhm. Die Sindrell ist ein bisschen mit integriert, wegen den Grafiken. Genau, oder unsere Grafikkünstlerin, die auch Ausstellungen mitgemacht hat. Genau. Oder also Workshop. Im Dave-Gedanken auch eigentlich ein bisschen mit verankert. Genau. Sehr schön, sehr schön. Schön, dass du überhaupt Zeit gefunden hast, weil du bist ja auch heiß aufs Dave, ne? Das Opening dann, ne? Gleich um 8 geht's los, wir müssen uns beeilen. Ja, nee, das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Oh. Ich würde nämlich auch fast sagen, dann könnten wir nämlich, weil dieses Format präsentiert ja Musik, dass wir erstmal uns ein Set von dir anhören, auf jeden Fall. Hast du dir Überlegungen gemacht? Ich meine, ich bin auch relativ spontan um die Ecke gekommen und habe gesagt, Colin, wie sieht's aus? Wir wollen Sendung mit dir machen. Deswegen, hast du Zeit dich ein bisschen oder wird es jetzt so, ich habe was dabei und wir gucken mal, was wird? Beides. Spontan und natürlich habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, ne, was ich hier spielen möchte. Und dachte so, wir werden ganz geschmeidig reingehen. Mit ein bisschen deepen, dubbigen Geschichten und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Also ich bin niemand, der sich irgendwie ein Set vorher zurechtstellt und das dann runterspielt. Ne? Ich habe so den Sound, wo ich denke, okay, das passt und der Rest passiert. Aber du legst auch Wert darauf, dass du mit Vinyl spielst. Ja, also es genau. Ist schon eine innere Entscheidung zu sagen. Aber du könntest auch, wenn die Plattenspieler den Geist aufgeben, könntest du auch mit den CDJs? Also mein Favorite-Ding ist schon, Vinyl-Only zu spielen. Ich liebe das einfach, ich liebe die Haptik, ich liebe den Sound. Es ist einfach mein Ding, ne? Das bin einfach auch ich. Und, aber es kommt eben heutzutage auch sehr oft vor, dass die Plattenspieler einfach nicht funktionieren. Tja, und dann musst du dich entscheiden, machst du dann keine Musik oder ne? Wie geht es dann weiter? Und dann muss man halt wohl oder übel dann doch schon mal auf den digitalen Track dann umsteigen. Aber ist halt so. Also wir haben es vor uns getestet. Hier funktioniert alles, ich weiß. Du kannst auch, wenn du möchtest, langsam schon rübergehen. Wir hören dann gleich noch einen Jingle. Ich sag noch 1-2 Sachen. Wie gesagt, ihr hört gerade Dave Radio mit Radioaktiv 2.0. Chris Lein für euch am Mikrofon. Im Gespräch mit Colin, wir werden jetzt gleich noch ein Set hören. Bitte, bitte gebt euch das auf radioaktiv2.0.net/live. Wer jetzt gerade vielleicht nur Audio dabei ist, da wird es auch einen Videostream geben, wo ihr Colin beim Handwerken sehen könnt. Wir hören uns dann nochmal wieder. Wir werden natürlich nochmal über Dave reden, vielleicht auch über die Plattensammlung von Colin. Ich freue mich auf dann. Radioaktiv 2.0.0.0.
Radioactive 2.0. Thank you.
Thank you.
Hallo zurück hier bei Dave Radio. Ihr hört Radioaktiv 2.0 mit Colin und mir, Chris Leyen, hier am Mikrofon. Vielen Dank für das Set erstmal. Gerne. Wie gesagt, Dave Radio, Radioaktiv 2.0. Das Format präsentiert euch verschiedenste Sendungsmacher über diese Dave-Festival-Woche hinweg. Wir sind 7 Sendungsmacher, die hier stattfinden werden. Radioaktiv eröffnet das heute hier mit dieser Sendung. Vielen Dank nochmal vorab ans Musikhaus Korn, an Chevet DJ, an Rauze, an Rosis Amüsierlokal, Fatboy und euch da draußen, dass ihr diese Sendung hier möglich macht. Natürlich auch an Dave, dass wir hier stattfinden dürfen. Das von unserer Seite. Shared und liked das bitte auf Facebook, Instagram, Twitter, dort Radioaktiv 2.0. Genauso Dave findet ihr da auch. Gebt euch das hier auf unserer Website radioaktiv2.0.net/live. Dort findet ihr alles, was wichtig ist, um diesem Format beiwohnen zu können. So, zurück zu meinem Gast. Colin, vielen Dank, wie gesagt, für das Set. Du hast gesagt, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja. Wie war es für dich? Am Anfang die Platte gesprungen. Wie gesagt, ganz live. Übles Ding für den Vinyl-DJ. Nee, aber gehört dazu, ist halt live, ne? Ja, denke ich. Macht es ja auch irgendwo man sympathisch. Man muss dann auch mal so das ein oder andere ausjustieren, ne? Das gehört halt dazu, wenn man Vinyl spielt. Und da kann halt auch mal eine Platte springen oder mal Staub drunter sein. Oder ich glaube, der rechte Tonarm hat ein kleines Problem, aber das kann man ja im Nachgang nochmal untersuchen. Wir werden das nochmal überprüfen, wenn wir hier durch sind. Ja. War ja heute so ein bisschen die Feuertaufe, wie gesagt, für Dave Radio. Wir hatten den Talk-Podcast, der findet auch statt in dieser Woche. Guckt da bitte ins Programm, 14 Uhr sind wir da für euch mit dem Orga-Team am Start. Dave, so, ja. Das findet ab heute statt bis zum 27. Könntest du sagen, wann deine erste Berührung mit Dave war? Habe ich erst schon überlegt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Dave ist jetzt im 6. Jahr. Workshop. Es war irgendwann ein Workshop. Es war, glaube ich, im 1. oder im 2. Jahr ein Vinyl-Workshop. Ich glaube, damit ging es irgendwie mal los. Und weißt du noch, mich nicht mehr so wirklich. Hast du gesagt, ich habe Bock, den Workshop zu machen? Oder ist jemand auf dich zugekommen vom Dave? Ich glaube, weißt du das noch? War beiderseitig, soweit ich mich erinnern ergeben. Kann, genau. Ja, ja. Genau. Okay, du hattest jetzt schon vorab einen Workshop gehabt im Rahmen des Daves, habe ich das richtig gesehen? Das war, genau, Elektrocamp, das findet im Volume 11 statt, das machen die Leute vom Dave und die Leute vom Volume 11 für junge Leute, für jugendliche Teens, Kids in den Ferien und da habe ich einen Workshop gegeben, genau, einen Vinyl-Workshop und das war echt toll. Die hatten echt Talent, die Jungs, und die sind auch ein Stück weitergekommen und ja, hat Spaß gemacht. Und da zeigst du ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz, wie man die ersten Schritte am Plattenteller macht. Genau. Ich zeige, wie man mit Vinyl auflegt. Waren jetzt nicht alle blutige Anfänger, die da dabei waren. Die haben sich da weiter interessiert und wollten weiter probieren. Und dann gehen wir natürlich auch immer mehr so ins Detail und in die Tiefe. Ich erkläre dann aber auch nicht nur die reine Technik und die reine technische Seite, sondern ich versuche, den Kids und Teens dann auch nahezubringen, was es eigentlich bedeutet, ein DJ zu sein und mit welcher Energie man da reingeht und was man da überhaupt macht. Und ja, was also so dazugehört, einfach bisschen auch. Mehr ne? als Feder von links nach rechts und umgekehrt. Und genau, so ist alles es. Alles klar. aber steht noch ein Workshop an innerhalb dieser Dave-Woche? Ja, nächste Woche sind die Großen dran. In der Choralle findet ja eine Workshop-Reihe statt. Und da gebe ich kommenden Freitag einen DJ- und Vinyl-Workshop. Die Anmeldung dafür ist aber schon durch, oder? Ich glaube, man kann sich noch anmelden. Dann müsste ich jetzt im Dave-Office mich kundig machen. Informiert euch da bitte nochmal auf Aber ich denke schon, da kann man sich noch anmelden. Genau, ja. Ansonsten nochmal auf dave-festival.de gucken. Da findet ihr bestimmt auch nochmal Informationen kommenden darüber. Kommenden Freitag in der Choralle, wie gesagt. Und 8x8 wirst du dieses Jahr bestreiten. Wir haben es letztes Jahr gemacht. Das ist ein wirklich sehr angenehmes Format. Wie war es für euch? Wir haben eigentlich gedacht, wir machen das so irgendwie am Schluss oder zwischendrin oder können uns mit denen das irgendwie ausknobeln dort. Und das ist dann wie in der Schule, ne? Du willst nicht als Erster aufgerufen werden, aber dann war halt eben gesetzt, Radioaktiv eröffnet das. Und nee, das war gut.
Wir haben da selber Spaß dran gehabt, weil du wirst halt eben auch ein bisschen, also in unserem Fall ja, dazu gezwungen, dein Projekt auch nochmal zu begutachten und zu gucken, reflektieren. Genau, wo hast du deine Motivation her? Ja. Oder was für Probleme tauchen auch auf, wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwas halt durchsetzen oder keine Ahnung, deswegen auch für einen persönlich. Und ja, das war ein sehr interessanter Abend auf jeden Fall. Ist schon eine kleine Challenge, oder? Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ihr seid am Ende als Team auf die Bühne gegangen. Ich stehe alleine. Aber ich muss sagen, das macht es nicht wirklich einfacher. Okay. Weißt du, wenn, guck mal, man hat ja nur 8 Minuten Zeit. Ja, eben. Und so. Was in und 8 Minuten muss alles reinpassen, ja, was man so gern sagen möchte. Und dann, ne, teilen wir 8 Minuten noch auf 4 Leute auf. So, damals waren wir noch zu viert. Ja, das war auch nicht so einfach. Nee, aber das ist... das kann ich auch wirklich nur allen wärmstens ans Herz legen, da hinzugehen. Weißt du, wer noch neben dir dabei sein wird? Ein, zwei Leute. Ich weiß, Objekt Klein A ist dabei, Konnektivmusik ist dabei, jemand von Uncanny Valley. Ich habe gerade nicht hundertprozentig abgeschlossen. Acht, es sind 8, ja, ja, genau. Müsstest du mir jetzt mal auf die Sprünge helfen, sonst. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, deswegen. Aber ich habe es nicht alle auf dem Schirm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass alle Kategorien halt bedient werden: DJ, Locations, ne, Labelmacher. Ich sehe mich da eher so dabei, in der Rolle, dass ich dann an der Stelle nochmal drauf hinweise, weil das Dave-Team hat das ja wirklich auch alles super aufgearbeitet. Ja. Man findet das detailliert alles zu allen Veranstaltungen in Printmedien, im Internet. Deswegen, wenn wir jetzt was nicht wissen, guckt einfach da draußen nochmal nach, googelt einfach Dave Festival Dresden und dann findet ihr. Es gibt so einen coolen Line-Up-Planer, den finde ich echt fetzig. Da kann man sich so durchklicken und seine Veranstaltung sich zurechtbauen. Genau, den gibt es nämlich auch noch. Sollte man suchen und dann ist man eigentlich bestens beraten und immer up to date. Genau, aber wir können ja nochmal vorab sagen, 8x8 ist eine Veranstaltung, 8 Leute, die 8 Minuten Zeit haben, sich und ihr Schaffen zu präsentieren. Genau. Genau. Also wenn wir Zeit haben, denke ich mal, schauen wir da auch vorbei, aber wir haben halt echt wirklich viel hier zu tun. Wenn ihr Zeit habt. Ja. Was ist denn das für eine Aussage? Aber ihr seid ja hier im Radio, ne? Ja, nee, wir sind jetzt wirklich die ganze Woche hier, also da ist nicht viel Luft. Was wollte ich jetzt? Genau. Das zum einen, was dieses Jahr stattfindet. Was hast du die letzten Festivaljahre mit Dave zusammen gemacht? Das, was ich am Anfang schon mal kurz erzählt habe, das Pressure Vibes Projekt ist da entstanden und geboren und hat sich dann irgendwie mit Dave verbandelt. Und ja, wie gesagt, das war vor 2 Jahren. Und dadurch, dass unser TBA nun schließen musste, habe ich das in diesem Jahr erstmal auf Eis gelegt und muss mir nur neue Dinge einfallen lassen oder machen wir da nochmal Gedanken, wie das überhaupt weitergehen soll. Genau. Aber auf Eis gelegt heißt Pressure Vibes, wird es eventuell eine Fortsetzung geben? Genau. Es hat auch schon Showcases gegeben. Also es gab vor dem Sommer ein Showcase im Mute in Leipzig zum Beispiel und ich muss mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Und zielt aber auf die elektronische? Ja. Ja. Okay. Genau. Und hauptsächlich weibliche Artists in den. Bis dato ist es so. Ich habe das von weiblich schon etwas abgewandelt in feminine Kunst, ja. Genau. Aber ihr seid sozusagen offen für. Bis dato war es so gewesen. Also ich habe, wie gesagt, wo das vor 2 Jahren losging im TBA, ne, vielleicht die, die es nicht mitbekommen haben, 3 Tage am Stück, Frauen, die elektronische Musik, Kunst, Kultur, Workshops präsentieren und das alles geballt. Ne? Und das war so das erste Dave-Wochenende, genau, die 3 Tage am Stück. Da kannst du ja, wenn du das dieses Jahr nicht hast, ein bisschen freier das Dave genießen, oder? Auf jeden Fall, weil ich war so overdosed im letzten Jahr. Ne? Also kennt ihr ja selber, wenn man solche Sachen organisiert, wie viele in diesem Projekt, was da alles dann immer noch dranhängt und bis zur letzten Sekunde noch irgendwie bearbeitet werden muss, Social Media, whatever. Genau. Aber trotzdem ein schönes Projekt. Ich liebe solche Herausforderungen und irgendwie brauche ich wahrscheinlich auch diesen Stress. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt vielleicht blöd ist, aber was nimmt man als Artist vielleicht auch aus so einem Festival mit für sich? Oh, ganz viel, ganz viel. Natürlich ganz tolle Kontakte, ganz viele Synergien. Ich habe so viele Frauen kennengelernt, nicht nur aus Dresden. Ne? Es kam ja so eine Vernetzung in Dresden zustande, dann darüber hinaus natürlich auch noch Leipzig oder die internationalen Gäste, die da waren.
ist einfach, ist eine schöne Vernetzung und mich interessiert das auch immer sehr, wo die Frauen so wirklich herkommen, was so ihre Intention ist, warum sie die Musik machen oder wie es eben in den anderen Ländern, das war auch immer so ein Punkt bei Pressure Vibes, das zu vernetzen und zu gucken, wie geht es eigentlich den Frauen in den anderen Ländern, ne? Was machen die Frauen da in Russland oder in Julia Gova war letztens da, New York, die Russin, die da war. Aus Belgrad, halt die Tiana Chi war da. Nicht überall dieselben Voraussetzungen, klar. Genau, ja. Genau. Cool. Hast du aus den vergangenen Dave-Jahren vielleicht was, was dir im Gedächtnis geblieben ist, so, wo du sagst, das war so ein Highlight? Boah, so einiges. Natürlich in den letzten 2 Jahren. Das überwiegend, eigene Baby, ja. Weil ich damit so viel zu tun hatte. Eine sehr schöne Kooperation habe ich auch seit vielen Jahren mit Electric Indigo, die ja dann auch Artist in Residency, nee, genau, in Residence, nicht in Focus, sondern Artist in Residency, genau, war und ganz viele tolle Sachen im letzten Jahr auch präsentiert hat und ja. Und hast du schon 1-2 Sachen, wo du dich dieses Jahr drauf freust? Außer natürlich deinen eigenen Workshop und 8x8, das ist mir schon klar. Aber also am meisten gespannt bin ich eigentlich auf 8x8. Und dann gibt es eine ganz interessante, ich weiß jetzt, diese ganzen Titel habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber es gibt eine sehr interessante Sache im Objekt Klein A, wo es um Lebenszeit und Clubkultur geht. Das war so das Ding, da wollte ich unbedingt hin. Und dann gibt es noch so 1-2 Workshops, wo ich auch gerne hingehen möchte. Natürlich die Abschlussveranstaltung, aber so richtig, keine Ahnung, so richtig festlegen kann ich mich nicht. Tut mir leid. Am Ende doch nochmal die App gezückt und reingeguckt. Ja, das eh, aber wie gesagt, manches entscheidet sich dann spontan. Na? Aber wie gesagt, also am interessantesten finde ich schon die Workshop-Geschichte und diese Diskussionsrunde, das. Das ist halt eben auch das, ne, dass Dave so viel Platz für eben auch gesellschaftlichen Diskurs bietet, ja. So innerhalb der Veranstaltung und vielleicht eben auch, weil man ja immer sagt, so die Gesellschaft macht vor der Clubtür nicht halt, so, ne? Also es gibt immer auch Diskurs, wenn man sich in seiner Freizeit befindet sozusagen und deswegen denke ich, ist das an sich sowieso eine wertvolle Sache. Ja. Zum einen natürlich Dresden in sich vernetzt und präsentiert, ne? Und zum anderen natürlich auch geballte Ladung nach außen auch. Und ich denke, da können wir international doch auch schon mitspielen. Das Ade von Dresden. Ich weiß nicht, ob du jetzt das Ade kennst, was ja gerade hier in Amsterdam stattfindet. Das ist auch so ein Festival, wo in der Stadt ganz viele Action und eigentlich die DJs aus der ganzen Welt hinreisen. Und wir sind wahrscheinlich so eine kleinere Version, aber. Aber es ist ja immer sehr Entwicklung schön, aber, da. Ja. Ja, und das finde ich auch, egal um welches Projekt es geht, auch ja. Wenn wir uns Leute in die Sendung einladen, wer unser Format kennt, weiß, dass da auch wiederkehrende Gäste wie du zum Beispiel dabei sind. Und ich finde das dann immer schön zu sehen, was bei den Leuten passiert, wenn dann tatsächlich was passiert. Wir haben so Wege gesehen von Leuten, die übers DJing halt zum Produzieren gekommen sind und jetzt sogar ihren Fokus da eher drauflegen und ja. Sehr interessant so. Wir haben eingangs nochmal drüber geredet gehabt, dass ja ein kleiner Part jetzt weg, also kleinerer, größerer Part, wie auch immer, weggefallen ist für dich mit dem TBA. Gibt es denn schon irgendwie eine andere Location oder irgendwas anderes, wo es dich hinzieht, wo du sagst, da würde ich vielleicht irgendwie gerne mich engagieren? Habe ich momentan keine feste Location auf dem Schirm. Wir machen ja mit dem TBA weiter. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal kurz gesagt. Ne? Wir gehen auf Odyssee aktuell. Ja, ja. Oder sind auf Odyssee. Eine Veranstaltung hat im Objekt Klein A schon stattgefunden. 2 Veranstaltungen stehen jetzt in der Pipeline. Zum einen im Geheimclub in Magdeburg findet die nächste Veranstaltung statt. Ach, das geht dann richtig über die Grenzen von Dresden hinaus. Genau, wir sind quasi jetzt als Crew dann unterwegs in anderen Locations. So ist jetzt erstmal unsere Reise, deswegen Odyssee, die wir angetreten haben. Und nach dem Geheimclub steht der nächste Termin dann in Leipzig, ich glaube im Lepi Manoke. Auf der Agenda. Ein paar andere Sachen sind auch in Planung. Also es ist nicht so, dass es TBA jetzt passiert, ne, das mit einem bestimmten Ziel oder ist es um sich und auch den Geist TBA ein bisschen am Leben zu halten? Oder? Natürlich lebt der Geist vom TBA weiter. Ich glaube, das
funktioniert auch nicht anders. Aber es gibt Pläne. Vielleicht gibt es auch eine neue Location irgendwann. Aber das ist alles noch, das hängt noch in der Cloud. Das hängt noch in der Cloud. Und natürlich habe ich auch noch eigene Sachen gerade in der Pipeline hängen. Was denn da so? Nächstes Jahr habe ich 20-jähriges DJ-Jubiläum. Ole, ole. Man mag es kaum glauben. Und da, ja, wie ich auch erst schon gesagt habe, versuche ich jetzt auch die freiere Zeit zu nutzen, um mehr Musik zu machen, was zu produzieren. Podcasts stehen noch an, hast du gesagt? Ja, ja, genau. Da sind so viele noch Sachen, die noch in der Leitung hängen, was man immer so verschiebt. Ich meine, als DJ, man hat einen Job, ne? Man ist als DJ unterwegs, man engagiert sich, man macht Bookings, man macht eigene Partys, man ist eigentlich von früh bis spät irgendwie beschäftigt, ne? Mit und in der Szene und seinem Leben, und da bleiben natürlich auch immer mal Sachen auf der Strecke, und das, wie gesagt, es wird wieder mehr Musik geben, genau, die man dann auch online hören kann. Wenn man sich online von dir Sachen anhören will, wo findet man dich da? Ganz normal auf Soundcloud oder eben auf solchen Seiten wie, wenn ihr hier sowas aufnehmt, ne, findet man das bei euch auf der Seite oder auf anderen Seiten. Und ja, wie gesagt, ein paar schöne Podcasts sind gerade geplant. Unter anderem kam auch zustande über eine Pressure Vibes Geschichte, die Julia Gobber, die hat ein eigenes Label, das Chuchuka Music, und die hat mich jetzt gefragt, ob ich für ihr Label, die sitzt in New York, einen Podcast mache, und ja, da bin ich schon gespannt. Da mache ich jetzt einen, unter anderem. Und ja, dann sind noch ein paar Sachen geplant, wo ich mal wieder ein bisschen mehr auf Tour gehen will, auch international. Mal gucken, ich arbeite dran. Ja, du kannst uns gerne auf dem Laufenden halten, was da bei dir passiert. Ja. Ansonsten steht ja jetzt dann wirklich noch die Eröffnungsveranstaltung an, auf die du sehr gerne gehen möchtest. Ja, wenn ich es schaffe, noch rüber zu helfen. Ja, wir haben das jetzt extra hier so eingeschoben, dass wir ein bisschen eher auf Sendung sind. Deswegen, nee, wenn du jetzt sonst nichts mehr weiter auf dem Herzen hast, wären wir schon fast am Ende dieser ersten Sendung. Kannst sicherlich noch über das eine oder andere plaudern, ne? Ja, das sowieso, das sowieso. Genau. Wir haben uns überlegt, wir hören dann noch einen letzten Track. Ja. Willst du dazu vorab schon nochmal was sagen? Ich konnte mich nicht entscheiden, wie das so ist, ne? Mit den vielen Schallplatten, die man so in seinem Schrank stehen hat. Ich habe zwei Platten mit. Eine, die habe ich heute schon in einem Post online gestellt. Passte so gut zu Retro Future. So eine Mini-Schallplatte. Ich weiß nicht, ihr habt es erst schon gesehen. Ganz cooler Sound. Ich glaube, das passt am Ende auch besser. Und dann habe ich noch eine Platte mit L.A. Woman von The Doors. Ich liebe diese Platte. Ich habe erst kürzlich die Reportage gesehen vom Woodstock Festival. Ich glaube, über 4 Stunden. Es war so eine Original- Mitschnittreportage, über 4 Stunden geht die, und herrlich, herrlich. Ich mag den L.A. Woman Track auch an sich, also deswegen. Entscheide du, nein, ich spiele auch gerne die Doors. Nein. Aber es ist interessant, dass du das nochmal kurz einbringst, weil darauf habe ich auch gar nicht nochmal, wir hatten ja gesagt, dass Vinyl für dich eine wichtige Rolle spielt, ja, jetzt als DJ, aber du hast gemeint, ja, nee, es ist jetzt nicht nur so, dass hier bei mir nur Techno im Schrank liegt. Nee, überhaupt nicht. Du sammelst tatsächlich auch Platten. Ja, ja, also da ist alles dabei. Ist wirklich alles dabei. Ich mag alte Funk- und Soul-Platten. Hatte ich noch überlegt, habe ich erst gesagt, nee, ob ich das Marvin Gaye-Album mitbringe. Aber dann wäre ja dann alles kreuz der quer heute gelaufen. Also ich sammle einfach gute Musik und nicht nur Techno, natürlich überwiegend elektronische Musik, die Platten, die ich spiele, die ich auflege, aber es sind auch Lounge-Geschichten dabei, keine Ahnung, kürzlich Gruder Dorfmeister war vor 2 Wochen, oder wann war es, in Dresden, ne? Das alte Album K&D, solche alten Geschichten, Space Night oder was auch immer, Funk, Soul, Rock. Woodstock Music. Letzte Frage dazu. Bist du da eher jemand, der sich auf Discogs und so weiter rumtreibt, oder Plattenläden? Kommt alles. Also die guten alten Sachen, ne, wenn mir mal sowas einschießt, dass ich das jetzt brauche gerade, dann schon Discogs, da wird man eher fündig, soweit es nicht aus dem Rahmen fällt und die Platte, was weiß ich, horrend teuer geworden ist. Muss man dann immer abchecken. Und sonst Plattenladen oder auch online, je nachdem. Okay, cool. Wie gesagt, achso, wir müssen noch sagen, was das jetzt für ein Track ist, den wir als letztes hören werden.
Was hören wir jetzt? Hören wir jetzt Doors? Nee, wir hören das aus dem Post, weil ich bin gespannt. Ich habe es nur gesehen, weil ich habe immer einen Ton aus, genau, wenn ich da durchswipe. Deswegen müssen wir die jetzt dann hören. Dann würde ich sagen, moderierst du noch ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, ja, dass ich da sein durfte. Ich nicke dann nochmal in deine Richtung, wenn ich, jawohl, fertig bin mit meiner Abmoderation, dass wir wissen, wann der letzte Track startet. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an die Studiogäste, die hier noch reingeschneit sind. Euch da draußen viel Spaß auf jeden Fall, falls ihr noch zur Eröffnungsveranstaltung geht. Ich habe ja gesagt, wir machen hier in diesem Studio, im Radioaktiv 2.0 Studio hier im Musikhaus Korn, Dave Radio. Wir haben uns verschiedene Sendungsmacher dafür eingeladen. Rap and Roll wird kommen am Sonntag, dann haben wir Spur 1 Musik am Dienstag da. Montag, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gesprungen, tut mir leid, Montag ist Rico Löwe da mit Recast und Elektrozid. Dann haben wir Dienstag Spur 1, wie gesagt, Mittwoch Body Moving Radio mit Marc Machulle, Kosmonauten FM am Donnerstag, wir am Freitag wieder mit Radioaktiv 2.0 und SK83. Dann haben wir Buschfunk da und am Sonntag machen wir hier nochmal das Ding zu mit Q. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, da wird es nochmal elektronischer. Zwischendrin kommen auf jeden Fall immer Talkrunden mit den Leuten vom Dave. Sei da bitte mit dabei, das startet immer 14 Uhr. Die genauen Termine checkt gerne bei uns auf der Seite, bei Facebook, überall Radioaktiv 2.0 oder guckt nach Dave. Vielen Dank nochmal an die Regie fürs Knöpfe und Reglerschieben heute. Und damit entlasse ich euch in den Abend mit dem letzten Track.
Radioaktiv 2.0. 0, 0, 0.